this is his. This is on Victor style. Es ist ein Riesenproblem, das sich da wie ein Panorama auftut. Nämlich das Problem, wie die Wissenschaft Texte interpretiert. Das ist das große Problem des Verstehens, eigentlich das Herzstück aller Geisteswissenschaften. Es gibt aber drei Disziplinen, die sich in ganz besonderer Weise teils in ähnlicher Form, teils ganz eigenartig mit Texten beschäftigen. Nämlich die Theologie, die Literaturwissenschaft und die Rechtswissenschaft. Für den Theologen steht hinter dem Text eine ewige Wahrheit. Für den Juristen geltendes Recht und damit auch der Befolgungsanspruch des Rechts. Schwieriger ist das für den Literaturwissenschaftler. Er muss die Dichtung vermitteln, eine Dichtung, die nichts befehlt, eine Dichtung, die nicht Wirklichkeit, aber doch so etwas wie poetische Wahrheit verkörpert. Also insofern große Unterschiede. Trotzdem, alle drei Disziplinen müssen dafür sorgen, dass das, was im Text papierend steht, sich in lebendiges Verstehen verwandelt. Denn kein Text legt sich selber aus. Jeder Text bedarf des Interpreten. Ohne diese Vermittlung geht es nicht. Und es gibt einen gemeinsamen Satz aller Disziplinen, dass am Anfang der Wortlaut steht. Es muss nur klar sein, das Wort als solches nimmt man immer nur als verstandenes Wort auf. Und insofern ist die Vermittlung durch Interpretation unvermeidlich. Am Anfang, vor 1000 Jahren, wurden in den Kirchen, in ihren Wandmalereien, in ihren Türreliefs Darstellungen der biblischen Geschichten der Heiligen gebracht. Das galt als die Biblia Pauperum, die Bibel der Analphabeten. Der Analphabeten, die nur Bilder und nicht Texte aufnehmen konnten. Und in der Zwischenzeit, so könnte der Kulturpessimist sagen, erleben wir es, dass nur noch die Bilder vom Fernsehen und von irgendwelchen Videogeräten auf die Jugend eingehen und nur die ihr zugänglich sind und die Texte nicht mehr rezipieren kann. Nun, das ist allerdings zu schlecht, um wahr zu sein, abgesehen davon, dass wir uns hinter den Texten in der Regel auch Bilder vorstellen. Die Vorstellung, dass man durch das Erlernen von Methoden ein guter Interpret ist, ist ein typisches Trugbild von Anfängern oder von praxisfernen Intellektualisten. Denn alle Methoden und Methodenkanones, die in den verschiedenen geisteswissenschaftlichen Disziplinen entwickelt worden sind, alle diese sind ja nur Vergewisserungen, aber nicht Rezepte, nach denen man entscheiden kann. Und der Weisheit letzter Schluss bei den Gelehrten dieser drei Wortdisziplinen, über die ich heute Abend sprechen möchte, ist, dass Interpretation eine Kunst ist.